Okay, ich lese vor. Hallo liebe Models, herzlich willkommen in Las Vegas. Ich hoffe, ihr fühlt euch in euren luxuriösen Zimmern wohl. Wie immer jagt bei GNTM ein Highlight das nächste. Las Vegas ist bekannt für sein extravagantes Nachtleben und das lassen wir uns doch nicht entgehen. Und Was? Heute Nacht gehen wir gemeinsam in einen angesagtesten Club in Las Vegas feiern. Ein guter Freund und DJ Tiesto. Leider darf ich hier in Amerika nur diejenigen von euch mit in den Club nehmen, die mindestens 21. Das heißt, Selma, Coco und Katharine, ihr genießt den Abend in eurem Luxuszimmer. Ach so, ihr bleibt hier. Mit dem fantastischen Blick auf Las Vegas, inklusive einer Überraschung von mir. Mein Herz ist gebrochen. Mein Herz ist gebrochen. Ja, die Situation kann man halt leider nicht ändern. Gesetz ist Gesetz. Wir drei sind leider unter 21 und Selma und Coco haben natürlich ordentlich geweint. Also denen ging das sehr, sehr nah, dass sie dort nicht hin konnten. Ich weiß nicht, ich habe das einfach akzeptiert und hab's akzeptiert, aufgenommen. Ich bin keine 21, also Pech gehabt, blöd gesagt. Wir sind halt nicht alt genug, also jetzt ehrlich. Betont's doch nochmal. Leute, aber genau deswegen solltet ihr nicht traurig sein. Also sozusagen, ich bin auch mega traurig, aber ich denke mir, wir können nichts an der Situation ändern. Wir können nichts irgendwie jetzt ändern, dass wir doch mitkommen. Wann bist du? 21? September. Ich werde in 2 Wochen 21. Das ist noch mal so ein kleines Prischen Salz in der Wunde. Ja, Katja hat versucht, uns zu trösten. Fand ich sehr süß, aber bringt in dem Fall, glaube ich, nicht, weil Coco und ich da ganz anders ticken. Ja, also wir haben uns da richtig reingesteigert und ich habe das auch gebraucht, dass ich mich da reinsteigere. Ja, ihr müsst euch jetzt gönnen. Ja, vielleicht kriegen wir... Ist sie ja viel krasser. Bestimmt. 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 Bestimmt ist es krasser, also, als mit Heidi Klum feiern zu gehen. Ich sag dir jetzt mal ein, vielleicht dürfen wir einen Film gucken oder so. Wuhu. Gängeln. Yeah. Also ganz kurz, das ist sehr optimistisch und sehr süß, wie du denkst, aber nichts ist so krass wie das. Nichts, Digga. Also wir sind aus unserem Loch nicht mehr hochgekommen. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Oh Mann. Ah, ja, okay, schön. Jetzt geht's ab, oder Mädels? Jetzt geht's hier richtig die Party los. Ja, okay, was machen wir jetzt? Dann kommt diese Überraschung. Leute, wisst ihr, ich weiß, ihr beide seid sehr, sehr fertig. So, ich kann meine Tränen so unterdrücken. Aber ihr versucht wirklich, das klingt jetzt so blöd gesagt, aber wir haben heute so, so viel Gutes und Schönes erlebt. Also das, Katja, das Positive darin gesehen hat, ist sehr, sehr schön. Und das ist keine verwerfliche Charaktereigenschaft, aber Selma und ich wollten uns da einfach reinsteigen. So, wir hatten sowieso nichts mehr zu tun an diesem Abend und dann wollten wir auch heulen und uns darüber aufregen, einfach nur um diesen Frust rauszulassen. Und das wäre nochmal so on top etwas gewesen, was wirklich krass wäre, aber wir können es halt nicht. So, und das ist doch vollkommen okay. Wir sind nach Las Vegas gekommen. Wer kommt schon in so ein krasses Katja, Hotel in Las Vegas? Ich hab dich echt gern, aber das ist es nicht. Das ist es nicht. Schau, Digga, so, du musst es doch fühlen, Digga. Ich fühle es, aber wir können ja eh nichts dran ändern. Also die haben in dem Moment auch all meine Versuche, sie aufzubauen, nicht wirklich ernst genommen. Und die kam, das ging, glaube ich, da rein, da raus. Nichts, was man uns jetzt praktisch hier so geben würde, würde daran das ausgleichen, was die jetzt machen. Ja, Punkt. So, kein Geschenk, kein Event, kein Stargast, nichts würde das ausgleichen. Ja, weil das halt nichts Materialistisches ist. Das ist eine Erfahrung, die kannst du nicht kaufen. Auf jeden Fall am meisten auf Dancen mit Heidi. Ja, mit einem geilen DJ. Also das ist einfach die beste Kombination, die du haben kannst. Also sorry. Aber ich gleich schon so eine Umarmung mit sein. Ich habe es gerade noch eben geschafft.
Soll ich aufmachen? Ja, heute. Oh Gott. Oh Leute, wir haben Essen bekommen. Ist das für uns? Okay. Oh, thank you. Also ich glaube, aus meiner, meiner Betrachtung nach haben sich, glaube ich, Selma und Coco nicht so doll über das Essen gefreut, was ich natürlich, glaube ich, auch jeder nachvollziehen kann. Ne? Wenn man so doll traurig ist, dass man nicht mit feiern gehen kann, dann ist natürlich Essen, bügelt das, glaube ich, auch nicht glatt. Ich bin begeistert. Wir sind begeistert. Das ist fast dasselbe. Ja. Okay. Thank you. Oh mein Gott. Thank you. Ich muss sagen, dieser Tisch, das war wirklich First Class. Der war ja riesig. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Also mit so viel Essen. Ich will gar nicht wissen, wie viel das gekostet hat. Also es war schon eine krasse Überraschung. Und da hat man sich natürlich auch drüber gefreut. Leute, reißt euch jetzt zusammen. Alles gut, Coco, alles gut. Der Roomservice war süß. Aber mehr auch nicht. Party echt geil. DJ Tiesto ist natürlich auch dabei und wir dürfen noch am DJ-Pult tanzen. Ich muss sagen, es ist einfach ein Erlebnis, was unvergesslich bleiben wird für mich. Wobei ich sagen muss, es ist natürlich schade, weil wir haben noch Mädels, die nicht mit dürfen und eine davon ist Selma, die eigentlich mittendrin sein müsste. Was noch mal schmeckt deiner? Schmeckt nach DJ, oder? Das schmeckt nach DJ Tiesto. Warte. Naja, Leute, immerhin haben wir jetzt ein bisschen Frustessen. Da geht's mir gleich richtig gut. Boah, mit der Pommes. Leute, das ist von Heidi, diese Überraschung, ne? Das müssen wir im Hinterkopf haben. Heidi ist gerade mit den Mädels im Club. Hier irgendwo werden die gerade richtig geile Nacht haben.